Jo, hallo Leute, da sind wir auch wieder hier bei Mario Kart im und außen Stream mit Umbro dabei heute. Hallo. Und da ist Simona zum Beispiel, Potato Man 2. Wir spielen mit euch, Abonnenten. Und ja, wir können loslegen. Spielen wie immer heute den Einzel-Grand Prix gegen alle und gleich den Team-Grand Prix gegen alle. Beim Motto-Grand Prix, darauf werde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, komm mal hier raus. So, ja. Und erstmal konnichiwa, minasan. So, erstmal gucken, ob der Motto-Grand Prix geht. Und er geht natürlich, das ist wunderbar. Da nehme ich natürlich mal wieder die Peach, ja. Ja. Denn die habe ich schon lange nicht mehr gehabt, ja. Mit diesem komischen Birdo, oder wie ihr sagt, Birdo. Birdo ist ein Mann. Es ist Birdo, da steht Birdo. Birdo. Da steht Birdo. Mit I steht das da, ja. Birdo in Englisch, Birdo. 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 150cc, das ist schön. 150cc. So, und what the nice the fuck, ich wähle diese Strecke aus heute für euch. BC3. Oh nein, ich habe gar nicht gesehen, ob er den Ton des Spiels verringert hat, als ich... Hat er. So, als ich auf die Taste gehauen habe. Jetzt sollte es wieder normal laut sein. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich soll auf einen Flohmarkt gucken. Was ist auf dem Flohmarkt? Oh mein Gott, wir haben diesmal hier eine bunte Mischung an Leuten, die was gewählt haben. Nein! Warum? Ist gut. Warum? Darf man merken, wir haben ein paar bessere Fahrer hier jetzt auch mal drin, wie Prosa, ja, Jarek. Was heißt paar bessere Fahrer, hör mal? Wir hatten immer schon gute. Obwohl alles. Ja, und ich hab einen Fehlstart. Und da trollt mich direkt mal der Nikolas mit seinem Birdo. Okay, jetzt bin ich aber echt gespannt, was ich hier heute reißen kann. Letzte Mal, naja, da war eher mäßig. War nicht so toll. Aber was kann ich dieses Mal reißen? So. Ne. Faust. Oh, Faust fällt mit. Ja. Der Faust, da kennen wir ja, ist natürlich ein Buch. Bücher fahren neuerdings auch mit bei Mario Kart. Bücher können und konnten schon immer mitfahren. So, jetzt werde ich euch zeigen, was so ein TT eigentlich wirklich drauf hat. Der zieht nämlich am Dürsel einfach mal vorbei. Da kommt ein Blauer. Dankeschön, sehr aufmerksam von euch. Sehr aufmerksam war das natürlich. Ich bin vorne, ich bin Erster. Was kommt ein Blauer? Ist ja auch im Online-Rennen sonst nie anders. Ist ja immer ich so. Ich habe heute mit Mavas bin ich gefahren, alleine gegen ihn. Ich habe 12 Tiny Codes bekommen. Ja, genau. 4 Rennen. Ich hasse die einfach. Diese Cloud ist der größte Scheiß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war so much pro-like. Das war so much. Okay. Ich muss jetzt. Nee, das war. Das irgendwie war... verkacke ich jetzt diese Stelle immer. Nein. Alter. Oh nee, das schaffe ich nicht. Beeil dich! Hast du die Tiny Cloud? Ja. Nee. Fuck. Ey, ich hänge da wirklich fest. Ich spiele heute so schlecht. Oh mein Gott, Leute. Die erste Runde sieht nicht gut aus für mich. Oh mein Gott! Falls man nicht die Dings, die Abkürzung, gern hatte. Ich bin Achter, ey, das ist so deprimierend. Come on! Nee, ich bin nur Siebter geworden, aber okay, das geht noch. Das ist ein schlechter als über der Hälfte. Das geht noch. Da kann man noch was rausholen. Dussel ist Erster geworden. Das finde ich im Übrigen aber schon einen ziemlichen Troll jetzt. Dussel, Jarek ist Vorletzter. What the fuck? Was macht der denn? Jarek ist Vorletzter. Dabei ist der Jarek doch einer unserer 8-9000er. Ja. Ja, Potato Man 2, das ist natürlich der Umbro. Ja. Du musst dich auch Potato Man nennen. Potato Man
Komm, TT, nächstes Mal. So, jetzt komm, meine Strecke ist hier die Auserwählte. Jetzt geht es ab. Ah, zwei haben DC bekommen. Also, Mavask und Jerry hatten einen DC. Oh mein Gott, zwei haben DC. What the fuck, unsere Gruppe hat sich verkleinert. Das ist ja wirklich wie im Echten. Okay, dann hat mein Plan... Muss es bewirken, BC3, das war mein Plan, weil wir haben einen Glitch gefunden. Ein Glitch, der nichts bringt, aber ich werde ihn euch gleich zeigen. Ja, das kann nur keiner sehen, aber vollkommen egal. Ich weiß, ihr werdet ihn dann sozusagen, ihr werdet ihn bemerken. Das ist so gut. Eigentlich wollten Drake, Mavas, Dose und ich den machen. So, alle vier. Und danke, TT. Wer hat ihn jetzt? Birdo. Birdo! Dose, wenn du das hörst, Operation Putzebomb beginnt. Bam, 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 bam. Ne, Dose, du Fuck! Alter! Mach ich mit? Boah, dieser Verräter. Ne, was war das denn? Alter, wie wurde ich denn da schon wieder... Wie heftig wurde ich denn da schon wieder getrollt? Der kommt einfach, der Pilz, ohne dass ich irgendwas gemacht... Der kommt einfach zu mir. Heftigster Troll ever, Alter. Was war das denn für eine Scheiße? Ich hab gar nichts gemacht. Okay, so, jetzt aber. Komm, Mona. Oh, bist du da, bist du... Okay, dann kann ich noch einmal machen. Zack, dreht er sich um. Ich habe im Übrigen bisher null, aber auch wirklich null bemerkt. Ja, und jetzt habe ich auch gefailt, wo du da vorbeigekommen bist. Die Mona versucht mich da zu durchtricksen. Aber da hat sie sich selber durchtrickst. Cruiser, you are the noob! Ah, Cruiser ja, spielt. Der hat den Shortcut benutzt. Macht er das Dose mit? Nein, es gibt noch eine Runde! Ja, fuck! Es gibt noch eine Runde! Ich hab gedacht, es gibt keine Runde mehr! Fuck, Alter, nein! Okay, Dose macht doch mit. Ich hab mich schon gefreut! Fuck! Dann gibt's noch eine Runde! Ich glaub's nicht! Okay, wann kommt ihr? Ihr seid da. Okay. Fuck. So. Shit! Ich hab gedacht, es wäre schon Ende. Freue mich hier schon voll in meinem Leben. La 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 la. Ich mach einen Purzelbaum. Ich bemerke im Übrigen immer noch nichts. Ja, weil du immer vorbeifährst, genau wenn ich ihn gemacht habe. Was war das denn? Habt ihr gesehen, Leute? Du Troll! Nein! Der Birdo! Trollaffenmensch! Trollaffenmensch! Hat der jetzt so die ganze Zeit den Schock gehabt? Ne! 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 Das kann nicht sein! Ne! Das war nicht. Das war einer von hinten, Alter! Das kann nicht sein! Ne! Das. TT? Ja. Der Glitch ist so aufgebaut, wenn du gegen eine Rampe. Gegen Traderst und dabei dann den Wheelie-Button spamst, kannst du einen Purzelbaum machen. Das ist der Glitch. Ich bin Dritter. Ja, mit deinem Purzelbaum. Das ist richtig gut, der Glitch. Wir wollten das zu viert machen. In der dritten Runde, also wenn ihr in der dritten Runde gewesen seid, wollten wir das auf einer Insel machen. Dann zu viert synchron. Genau. Synchron. Aber natürlich sind Mavas und Jarek hatten natürlich einen DC gehabt. Hat leider nicht geklappt. So, das sauber. Das ist gut gewesen. Sauber, sauber, sauber. Ich lieg gut im Rennen. Oh, ja, ich nicht hab so schlecht. Ich hab eh verhauen, weil ich schon alleine den Glitch machen wollte. Ja, der Umbro wollte uns einen Purzelbaum zeigen. Ja, aber du bist immer weggefahren. Ja, meinst du, ich habe Zeit im Rennen dann nochmal kurz anzuhalten und zu gucken, ja, was du da für Purzelbäume so ein Quatsch machst? Alter, nein. Ich
du nicht für einen Pussy? Ich muss ihn dir mal so zeigen. Fuck, irgendwie Alter. Müssen wir mal kurz bei MKW online gehen und dann. Muss ich dir mal zeigen. Wer sucht denn sowas schon wieder aus? Ich nicht. Finde ich echt nicht in Ordnung von euch, Leute. Ey, finde ich jetzt so also gar nicht brüderlich. Da und so. Schon wieder jemand ein DC. Oh mein Gott. Vom DC verfolgt. Es ist ja wirklich wie im Online-Rennen. Einer nach dem anderen haut ab. Und ich habe immer gedacht, es liegt an mir. Es scheint ja wirklich an meiner Teilnahme zu liegen. Ja, wow. Wow, wow. Der Mega war stärker als ich. Ja, yeah, Junge, da habe ich den Baby Luigi eiskalt abgesogen. Ne, Janosch, Alter. Das war unfair. Das war... Fuck, chill. Was? Ich habe meine eigene Route getroffen. Ich bin gegen dich gefahren. Und dann meine Route kam nur, weil du schon von der Roten abgeworfen wurdest. Ich weiß auch nicht, was da gerade passiert. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber ich habe es gesehen. Oh, TT, ey. Nein, du hattest eine Banane. Wirklich Dussel. Fuck, Alter, er ist nicht reingefahren. Der Affe. Alter, ich krieg nur... Nee! Ich krieg gar keine Items. Nur mal so. Nee, Janosch hat der einen Lack gehabt. Wow, das war knapp. Nee. Oh mein Gott, war ich schlecht, Alter. Ich konnte nicht driften. Aber egal, wieder Dritter. Nice, 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 Leute. Wieder Dritter geworden, ey. Da dürfte ich jetzt in der Gesamtstatistik 25 Punkte. Da liege ich auf dem 4., 5. Auf dem 3. Zusammen mit Faust. Hör mal, du alter Intellektueller. Ich zeig dir, wo die Bücher stehen. Ja, ich zeig dir, wo die Bücher stehen, mein Freund. Ich glaube, beim Moto Grand Prix werden alle verkacken. Die Kombination, die ich da ausgewählt habe, ist so schlecht. Ja, genau. Er wählt da wieder die schlechtesten Kombinationen überhaupt aus. Hallo, wir müssen jemanden in diesem Jahr würdigen. Komm mal, kannst du rankommen? Er hat dieses Jahr ein besonderes Jahr. Oh mein Gott. Troll, ganz Trollpick. Trollpick war das. Das war Trollpick. Meins war ein Trollpick. Das war Staubtrocken Ruin. Bah, Alter, warum denn so eine Scheißstrecke wieder am Ende jetzt, ey? Ich könnte echt schon wieder kotz heulen. Ja, Fehlstart. Geil, TT. Ganz gut. Ganz toll gemacht. Da bist du direkt am Anfang letzter. Ganz toll gemacht. Ganz toll, TT. Ja. Anstatt, dass ich was bekomme, was mir was bringt, kriege ich einen goldenen. Ja, okay, der bringt schon was. Eigentlich ist der gar nicht so übel. Da wollte ich sie mit meinen Bananen erwischen, hat sie mich erwischt. Oh mein Gott! Was? Was? Das nenne ich Troll. Das nenne ich Troll. Das war richtiger Troll gerade. Oh mein Gott, das war mal ein fetter, heftiger Troll. Bin auf dem 3. Ich bin auf dem 1. In meinem Traum. Nein, ich hab den SC verkackt. Hier gibt's gar keinen SC, hör auf zu lügen. Doch. Man kann mit einem Stern über eine Sache springen, dann kann man sich irgendwie 0,2 Sekunden sparen. Ja, 0,2 Sekunden. Und ich bin runtergefallen. Ach, du warst der fette Funky. Ja. Du spielst Funky, Alter, was für ein Noob. Ja, wegen dem Glitch. Das kann man nur mit Funky machen.
Und sonst wäre ich mit Diddy Kong gefahren. Diddy Kong! Das ist jetzt mein Main. Du, Alter! Oh mein Gott, du Lustel warst das. Ach, der Lustel. Und noch ein DC. Wer, von wem? Keine Ahnung. Aber ich wurde plötzlich siebter. Fuck, ich bin runtergefallen. Shop Dodge. Sorry, Leute. Aber der komische Sternenurban da, der Trabant vom Jupiter, der hat mich da ein bisschen aus der Gravitation raushängen lassen. Mikro gehittet, egal, kein Problem. Ein wahrer Mario Kart Fahrer, der kennt keinen Schmerz, genau wie der Indianer. Ey, die scheiß roten Panzpilze, die bringen hier null. Ja, und Dussel kriegt einen Großmachpilz. Da ist er natürlich wieder. Da will der Kleine auch einmal ganz groß sein. Und trifft... Was? Das war mein... Was? Das war meine rote. Das war meine rote. Dankeschön, Umbro. Du toller Mechaniker. Ja. Dankeschön. Da kam der Blitz. Von wem kam der jetzt? Von irgendeinem hinten. Ja, von irgendeinem, der dann erstmal mit so einem... Ja, Dussel. Nein! Ich bin so schlecht. Nein, ich bin in die Erde reingefahren. Du bist in die Erde? Ja, in die Erde. Siehst du nicht die Erde? Nee. Ja, die da unten. Da fahren wir doch die ganze Zeit zur Weltraum. Na ja, stimmt. Wir sind ja jetzt in Space. Toll. Also... Fazit, erste Strecke war verkackt bei mir, zweite Strecke war gut, dritte Strecke war gut, vierte Strecke ist verkackt gewesen. Aber das passt doch. Erste Strecke, ja. Siebter geworden, zweite, dritter, vierte, dritte, vierte, siebter. Yeah, Symmetrie! Symmetrie! Und insgesamt bin ich geworden, vierter. Vorm Dussel, yeah. Ein Punkt vorm Dussel, yeah. Dussel, was sagst du jetzt zu deiner Niederlage? Hä? Oh, wie schade, Dussel, wie schade. Der Spruch geht an dich, wie schade, Dussel. So, ich habe ihm gezeigt, wo die Bücher stehen und jo, das war's dann auch schon wieder. Wir sehen uns beim Moto Grand Prix, im Team Grand Prix wieder beim nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.